auch mal ein Schild. Der Simulator. ja. Okay. Betreten der Steinmauer verboten. Wir können weitergehen. Ich nicke. Kann der Italienisch, ja. Ich nicht. Ah, das da unten, oder? Das Eingebauerte, das könnte ein Friedhof sein. Ja, dass die nicht weglaufen. Wenn sie des Nachts aus ihren Gräbern kriechen. Und dann auf dich zugestachselt kommen. Oh yeah! Genau. Ach, das ist nicht schön. Da wäre ich jetzt gern. Schee. Schön grillen vom Friedhof, ne? Ah, und Poco Espanol, no Italiano. Na gut, knapp vorbei ist auch daneben. Weißt du doch, wie sind der da? Nein, guck mal, den Weg da. Aber echt. Ja, Offroad. Jiha. Lässt dich ein Leichenwagen auf dem Friedhof. Der ist doch zufällig schon mal her, wie der in einen Baum reingefahren ist. Hauptsache drin, ne? Hallo? Ja, stimmt, so ein bisschen schaut der Leichenwagen auch aus wie Offroad. Aber wir sind zumindest mal an der Tür angelangt, die man öffnen kann. Ach, Charlotte ist auch wieder da. Flashback. Das ist Charlotte. Meine Stimme, mein Augenlicht, mein Gehör, meine Seele. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Na, schön spielen, ne? Schön auf dem Friedhof spielen, ja. Ja, wir haben ja auch schon ein paar Herzchen aufgebaut, ne? Ich höre Stimmen. So, was spielt man jetzt mit einer Puppe auf dem Friedhof? Musst du die irgendwie in den kleinen Sarg legen oder was? Oder? Muss ich jetzt das Grab finden von ihr oder? Eigentlich wollte ich. Ja. Ja, kannst du da nicht irgendwas hier. Hat sich gerade irgendwie so eine Taste, die dir angezeigt hat, was du machen musst? Ja, macht's aber jetzt nicht. Okay. Mit Charlotte spielen. Ich meine, mit der, wenn sie jetzt da komplett weggrenzt, kann auch nicht gut sein, oder? Vor allem halt. Doch, ich muss ja erst ins Gebüsch mit ihr. Meine Stimme. Damit ich was sage? Sinnloses Zeug. Okay. Sie kurz vorm Enrage? Damit ich die anderen verletze und mich in Schwierigkeiten bringe. Im Echt ist das finster. Tja, Taschenlampe. Tada, meine Puppe. Leuchtet nur die Puppe. Weinstöckel. Ja, heimlich Träubchen genascht, oder was? Wobei, hatte sie sowas nicht erzählt, dass sie dann ab und zu Trauben, oder waren es Äpfel? Na, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Augen, damit ich die Verzweiflung der Menschen sehe. Oh, okay. Was will sie uns damit sagen? Das ganze... Müssen wir jetzt das Gebiet hier ablatschen, damit die Puppe mir was zeigt, oder?
oder im Spiegel ein Schatten von dem, was ich einmal war. Hol uns zerfressen. Sie töten mich langsam, jeden Tag ein kleines Stück. Kann man wetten, dass ich die Puppe da hochbringen muss zu dem Gebäude jetzt? Ohren, damit ich schreie. Zumindest. Falsche Versprechen hören. Gehen wir in eine Richtung, wo andauernd neue Sätze kommen. Das ist schon mal sehr. Es wird alles gut. Alles wird alles gut. Wird alles gut. Dann schnell die Stromversorgung kappen hier. Oh, ist doch eh schon dunkel. Meine Seele nicht fähig zu leben. Nicht fähig, sich in eine Welt anzupassen, in die ich nicht gehört. Ich war immer weit weg von dieser Welt. Entfernte mich immer mehr. Na gut, zumindest haben wir es wieder zurückgeschafft. Mhm. Lass uns noch einmal zusammen spielen gehen. Wo haben denn wir mit dir gespielt? Müsste ich fast in die Erinnerungen gucken, ne? Oder ich, war das hier vielleicht? Oder wieder hoch, da war doch das Karussell und die... Also, quasi den gesamten Weg wieder zurücklatschen. Oh. Vielleicht geht hier jetzt oben auch eine Tür auf. Ah, nein, es geht nicht. Okay. Es ist gesperrt. Das heißt also. Irgendwo hier muss es sein. Hier ist ja auch ein Spiel, ist ja auch ein Spielplatz. Okay. Ah, okay. Ja, schön schaukeln. Ja. Ah, war sogar richtig. Hui. Schön Schwung nehmen, ne? Oh. Und mal gleich auf den Überschlag hin. Auf dem höchsten Punkt abspringen und voll gegen die Rutsche donnern. Okay. Muss geschmiert werden, geht nicht besser. Ja, rutschen. Hui. Woo. Super. Ja, allein auf eine Wippe. Ja, das sitzt ein Geist, das siehst du bloß nicht. Ja, es funktioniert erstaunlich gut. Jetzt kommt das Beste. Ah ja, ein Karussell. Kennst du die gerne noch mit in der Mitte, wo du in der Mitte drehen musstest, also quasi Schwung geholt hast? Da kommt man sich dran vor, Oscar. Ja. Juhu! So, liebe Zuschauer, ihr müsst jetzt so lange hinschauen, bis euch schlecht wird. Hui! Halt! Aussteigen bitte, Fahrscheine! Ich wünsche mir nicht mehr sprechen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr sehen zu können. Ich wünsche mir nicht mehr hören zu können. Ich wünsche mir, mich selbst zu verlieren. Für immer. Das ist aber unschön, ja. Oh, wo hat sie die Schere her? Bitte wegschauen.
Charlotte. Was hat sie denn getan? War hässlich. Hast du eine italienische Fahne? Was mit Flaggen? Ich glaube, bei mir dreht sich alles. Die Grundschule. Jetzt nochmal eine Grundschule, ne? Ja. Ziemlich lange Gänge. Ich glaube, es dreht sich alles zu. Ja, mit Wasser wird es nichts, Flo. Da ist was dran. Aber ich kann nicht schon wieder in die Pause gehen. Ja, wieso ist dein Glas denn leer? Hm? Hast du es ausgesetzt? Es war nur zur Hälfte voll. Ah ja, ist schon mal ganz gut, wenn die Klassenzimmer vergittert sind. Und die Kinder raus wollen und... Hä? Dann ist mal ein Rindschuh. Gottes Willen. Wohin? Ja, also prinzipiell ja immer schon mal in den Keller, oder? Also. Schaut ein bisschen aus wie bei Max Payne 1. Wandmalereien. Okay. Ich bin nicht wie die anderen. Warum, Mama? Warum? Ach, eins von 17. Jetzt muss ich 17 Bilder finden, oder was? Ach Gott, es geht noch tiefer. Oh. Hilfe. Meine Puppe Charlotte ist so hübsch, so lieb. René ist überhaupt nicht lieb. Hallo? Als ich noch ganz klein war, habe ich fast nie geschlafen. Arme Mama. Man hätte ja dieses ekelhafte... Ja. Man könnte ja dieses ekelhafte Hintergrundgeräusch weglassen. Herr Onofrio ist so freundlich. Ich bin schlecht und böse, weil ich nicht höflich bin. Böses Mädchen. Herr Onofrio, hilft Mama. Was... würden wir sonst tun? Das ist aha. Aber... Ja, ich denke auch gerade... Keine okay. Hilfe. Mama muss immer arbeiten, denn im Winter wird es oft sehr kalt.
Aber ich kann jetzt Spiel spielen, ohne hinzuschauen. Hä, ist jetzt aber im Kreis gelaufen? Okay. Sie wollen mir wehtun. Es sind so viele. Sie fliegen. Noch nicht einmal Charlotte kann mir helfen. Abgekupfert von Is. Ich dachte eher an die Vögel. Mama arbeitet viel, weil ich ja auch was essen muss. Nur so kann ich groß werden. Was mich stört an dem Spiel ist, dass man nicht rennen kann. Ja. Es ist, gerade in einem Psychospiel sollte man doch rennen können, finde ich. Vor allem, wenn man da teilweise echt Kilometer zurücklegt. War ich da unten jetzt schon? Ja, da bin ich hochgekommen. Da gibt's bestimmt auch noch was hinten an der Wand, oder? Bestimmt. Ah, da waren wir schon. Ich gehe mal hier hoch. Man müsste Grotblumen verstreuen können. Ah. Herr Onofrio ist freundlich und hilft uns. Wenn er nicht da ist, habe ich guten Grund, Angst zu haben. Irritierende Aussagen teilweise. Ja. Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. Da links wurde auch noch ein Bild? Ja, ich wollte bloß mal kurz. Aber. In der Schule lernt man viel. Und deshalb muss man hingehen, das sonst ist jetzt der lernt Anfang. Man ja nichts, oder? Das war jetzt der Anfang mit dem Haus da. Da bin ich da hinunter. Jetzt müsste ich eigentlich mal dahinter gehen. Ja. Don Gino weiß alles. Er spricht mit Gott, der ihm eine Menge Sachen erzählt. René ist höflich zu Don Gino, aber er macht mir immer Angst. Also die Passage in sich so ein bisschen sparen können oder sie um dreiviertel kürzer machen. Das ist so ein bisschen... Ja, ja. Eine Katze kriecht durch meinen Mund, frisst mich von innen auf. Keine sichtbaren Spuren. Wenigstens das. Wetten, nachher finden wir das letzte Bild nicht. Okay, da waren wir schon. Ja. Aha, gute Entscheidung. Meine Schulkameradinnen im Licht.